Moin, moin, herzlich willkommen zum 6510. Heute zu FIFA 23 Karrieremodus mit dem SV Elversberg. Tatsächlich, von der letzten Folge gab es einige Wünsche, die wir hier auch erfüllen wollen, oder besser gesagt, ich erfüllen wollte. Hab geguckt, ob es geht, leider nicht. Unter anderem wurde sich gewünscht, wir können ja unser Stadion umbenennen, nämlich wie es so in echt heißt. Problem ist bloß das, leider tatsächlich, dass das nicht geht. Also du kannst leider, wenn du das Stadion sozusagen ausgewählt hast und alles drum und dran, kannst du leider nur noch die Tribünenfarbe und das Feld selber nochmal ändern. Aber leider, leider, leider geht es nicht. Also zumindest, so wie ich das jetzt hier rausgefunden habe, natürlich. Falls man jetzt irgendwie eine Idee hat, gerne raus damit. So, aber wir haben Mails bekommen, unter anderem unser Jugendbericht, den wollen wir uns natürlich anschauen. Wir haben zwei Spieler gefunden, die ja noch nicht so hundertprozentig das sind ungefähr, was wir uns vorgestellt haben, aber den lassen wir mal ein paar Tage noch länger scouten. Dann haben wir hier Spieler, die was wollen, unter anderem Menke, der spielen möchte. Und auch fühle mich wohl, hoffe eher, dass ich nicht auf der Bank sitze. Okay. Da haben wir ja unsere Verteidigung eigentlich, ne? Eigentlich schon, auch wenn ich da grundsätzlich sehr viel rotiere. Aber andersrum, ja, ich möchte gerne Konrad beibehalten. Der ist da eigentlich sehr defensiv stark. So, kann der auch noch irgendwas anderes spielen als IV? Kann noch irgendwie sowas. Ja, da zumindest nicht. Und hier tendenziell auch nicht. Aber auch interessant, dass er hier minus 1 hat. Also da sind einige Spieler, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Situation und ihrer Rolle sind. Klar. Ist klar. So, apropos Rolle, apropos Situation. Fortsetzen. Torwart lassen wir vielleicht auch drin. Mal gucken, ob wir, wie fit die beiden sind. Ah, ist sehr fit. Mit trotzdem im DFB-Pokal bisschen rotieren wieder. So, gucken wir vorne im Sturm. Ja, der kriegt eine Pause. Auch wenn er in letzter Zeit sehr viele Tore erzielt hat. Aber dennoch, wir wollen ja ein bisschen, dass das Team grundsätzlich zusammenwächst. Und deswegen brauchen wir auch Spieler, die jetzt nicht zwingend immer spielen. Klar, DFB-Pokal, wichtiges Ding. Aber, bös gesagt, der DFB-Pokal ist für mich nicht so relevant. Wobei wir nicht so relevant sind. Wir können natürlich Aktivitäten und alles Mögliche anpassen. Das habe ich noch nie gezeigt. Unter anderem im Plan können wir das hier anpassen, aber das passt eigentlich immer, weil das Spiel da schon weiß, was es machen muss. Und aber eigentlich, da haben wir Ziele. Mittelfeldplatz, ja, 10 Auswärtssiege in der Saison. Das ist schon viel, das ist schon viel. Eigentlich wollte ich Spieler ein bisschen umstellen und wo gibt's das denn? Ich glaube hier bei Teamzentrale. Teamzentrale, Spielerinformationen, Entwicklungen und weitere Aktionen. Weil ich hatte ja schon gesagt, dass die ZOM-Spieler, die wir haben, tendenziell wir eigentlich als ZOM so überhaupt nicht brauchen. Weil ich einfach nicht mit ZOM spiele. Das ist so ein bisschen das Problem. Also eher als ST als irgendwie sowas in der Art. So. Bei ihm hier wollten wir, dass er die Position wechselt. Entwicklungsplan. Da haben wir's. So, und zwar, ich möchte, dass er die Position wechselt, weil Defensive ist vielleicht besser als Offensive in der Hinsicht.
Deswegen soll er das mal trainieren. Und kriegt er vielleicht auch einen Stammplatz. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So, 5 Minuten rum, wir haben noch nicht die Partie gespielt. Los geht's. So, ja, tendenziell viele mit Minus, aber wie gesagt, wir wollen ja hier auch diverse Spieler eine Chance geben, auch wenn es jetzt gegen einen Zweitligisten geht und auch wenn das wahrscheinlich eine schwierige Partie wird. Aber dennoch, DFB-Pokal, das ist so ein bisschen Einnahmequellen, die du auch nutzen kannst. Würde ich mal sagen. Und damit kannst du losgehen in Braunschweig. Erste Runde DFB-Pokal, Eintracht Braunschweig der Gegner. Natürlich, wie gesagt, es ist ungewöhnlich, so einen Gegner zu haben. Ja, andersrum. Über Landespokal kriegst du halt die Möglichkeit und diesen Möglichkeit haben wir genutzt. Besser gesagt hat der Vorgänger genutzt und dementsprechend dürfen wir hier DFB-Pokal spielen und dementsprechend dürfen wir jetzt gegen Eintracht Braunschweig spielen. Also gegen einen Zweitligisten. Mal gucken, ob der Kader dementsprechend dann für so zweite Liga schon gewappnet ist oder eher nicht. Wie gesagt, viele Rotationen, viele Spieler kriegen jetzt eine Chance. Und so die Aufstellung von Braunschweig. Unsere, wie gesagt, komplette Rotation wieder. Klar, im letzten Spiel haben wir einen Erfolg gefeiert gegen Mannheim. Auch der war super. Problem ist bloß das, dass wir eben viele bei Laune halten wollen. Und das ist so ein bisschen das Problem dieses Karrieremoduses. Also zumindest in diesem Karrieremodus. Also früher war es ein bisschen anders, da war es egal. Heutzutage ist es tatsächlich wichtig, dass du die irgendwie bei Laune hältst. Und dementsprechend Rotation. So wie es sein soll, Fragezeichen. Das wird sich zeigen. Also, Nummer 13 neu, Nummer 3 neu, Nummer 28 neu, 27 neu, 30 neu. Viele, viele neue Spieler, Nummer 1 neu. Wird sich zeigen, ob wir das dementsprechend auch dann in die richtige Richtung kriegen. Hier im DFB-Pokal, in der ersten Runde, haben wir anscheinend das Abendspiel. Und das sollten wir hoffentlich jetzt auch siegreich abschließen. Und damit geht's los. Ja, DFB-Pokal. Immer so eine Sache für sich. Als Unterligist ist man eh oder eh eigentlich derjenige, der versucht, erstmal in dieses Spiel reinzukommen. Aber das wird sich zeigen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Na, also ich bin da ein bisschen angespannt, klar. Aber es ist ja, wie gesagt, Gott sei Dank nicht das Wichtige. Der DFB-Pokal sollte uns eigentlich nicht interessieren. Wichtig ist Liga. DFB-Pokal kriegen wir ein bisschen Geld. Ah, der Pass war nicht so sauber. Und überhaupt nächste Saison. Vielleicht gegen Braunschweig. Vielleicht auch nicht, je nachdem. Man darf ja nicht vergessen. Dass die Eintracht jetzt nicht das Team ist, was in der zweiten Liga als Favorit gilt für den Klassenerhalt. Eher im Gegenteil. So, kein Freistoß. Na, Konterchance vertan. Aber zumindest halten wir gut gegen. So, nächste Chance. Auch das hat noch nicht so ganz funktioniert, aber ne, alles mit der Ruhe. Solange die Null hinten steht, ist alles gut. Solange die Null hinten steht, ist alles gut. Und Coffee! Erste Chance für Elversberg. Erste Möglichkeit. Knapp am Tor vorbei. Das ist natürlich aber schon mal ein gutes Ausrufezeichen, das würde ich sagen. Heute tendenziell für die Leute, die jetzt denken, so von wegen, Immon, du machst ja in letzter Zeit so viele Videos, lädst auch so viel hoch. Ja, heute ist ja, heute ist es ja mal wieder soweit,
dass wir mehrere Videos hochladen. Nämlich drei am Stück. Ja, dreimal FIFA 23. Liegt daran, dass wir die erste Saison hier sehr viel spielen wollen, damit ihr ganz viel Content kriegt. Ja, oftmals war es immer früher so, dass bei mir, dass ich immer gerne gesagt habe, so von wegen, Content gut und schön, aber zu viel auf einmal ist auch nicht gut. Ja, spielen das hier viel zu langsam. Nächste Möglichkeit, oder besser gesagt, die erste ernsthafte Möglichkeit für Braunschweig, das hat nicht so ganz funktioniert. Ah, da unten ist er. Müller. Und die Chance, da bleibt der Ball am Verteidiger hängen. Und die nächste Kontermöglichkeit. Ja, Konter, böse, böse Geschichte. Aber wir sind schneller. Wir sind schneller und kriegen dann auch dementsprechend die Chance im Griff. Also Braunschweig muss das hier spielerisch hinkriegen. Und sie kriegen es nicht spielerisch hin. Und sie kriegen es spielerisch nicht hin. Nächste Möglichkeit für uns. Wie zur Eröffnung erwähnt, wir spielen gegen einen Zweitligisten. Also wenn wir hier ausscheiden sollten, ist natürlich doof, aber für den Gegner ist es natürlich peinlich, gegen einen Aufsteiger aus der dritten Liga zu verlieren. Also für Braunschweig ist die Fallhöhe viel höher als unsere. Bei uns wird gesagt, ja gut, war zu erwarten. Aber Ballbesitz und alles drum und dran sieht es aktuell gut für uns aus. So, nächste Möglichkeit spielt denn da quer. Oh, oh, oh. Schwierigkeiten von unserem Schlussmann. Wechsel bestätigt. Das ist egal, weil der bei Feyenoord spielt. Und Feyenoord Rotterdam jetzt nicht wirklich in der Bundesliga was zu suchen hat. Zumindest was ich jetzt vermute. Also vielleicht irgendwann mal wieder, dass das Feyenoord Rotterdam nur plötzlich in der Bundesliga spielt. Wer weiß das so genau? So, nächste Möglichkeit für uns hier zum 1:0. Und es ist das 1:0. Braunschweig liegt hinten. Ja, so kann das eben dann auch mal laufen. Da bist du der Team eigentlich, was hier favorisiert ist, aber genau unsere Stärken wieder hier ausgenutzt. Lücke gesucht, Lücke gelaufen, Lücke gekonnt, würde ich mal sagen. Bös gemacht, aber ja, Verteidiger läuft einen Ticken zu weit, würde ich mal sagen. Und damit ist die Führung für Elversberg. Und so kann es natürlich für uns gerne weitergehen. Man darf nicht vergessen, ne, DFB-Pokal. Andersrum, uns seht da gerade, da hat sich jemand verletzt, den wechseln wir direkt aus, weil... Ja, das ist nicht gut. Weil verletzte Spieler neigen oft dazu, richtig viele Fehler zu machen. Das habe ich auch schon bei anderen FIFA-Spielen regelmäßig gemacht. Auch wenn das nur eine leichte Prolisierung ist. Da hast du aber direkt einen Spieler, der einfach mal nicht mehr auf dem Feld agiert. Eher genau das Gegenteil. Nächste Möglichkeit. Müller quer gespielt und Koffi gegen den Pfosten. So, Wechsel, wie gesagt, ist ein Sicherheitswechsel. Damit die Verletzung nicht so hart ist. Klar, es ist enorm blöd, den Durchgang 1 zu wechseln. Vielleicht hätte er hier noch weiterspielen können. Ja, aber wie gesagt. Das Risiko ist mir zu hoch, dass er sich hier ernsthaft längerfristig verletzt. Wechsle ich ihn lieber früh aus. Und ich vielleicht die Wahrscheinlichkeit habe, dass er sich kürzer verletzt. So, nächste Chance für die Eintracht. Aber auch das war nicht gut genug. Es war nicht gut genug und so führen wir hier mit 1:0.
Wir haben die Chance, hier das Ding tatsächlich zu gewinnen gegen Eintracht Braunschweig. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, immer, das ist ein klares Indiz dafür, dass du hier viel zu gut bist für dieses Spiel. Lauberbach hat hier bislang nicht wirklich irgendwas hingekriegt. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen so, dass hier Braunschweig dieses Spiel nicht ernst nimmt. Das kann natürlich unser großer Vorteil sein, dass die Braunschweiger das hier wirklich nicht ernst nehmen. Fürth führt auch gegen Magdeburg. Im Spiel der zweiten Liga, also Zweitligist gegen Zweitligist. Und die nächste Chance, direkt die Möglichkeit hier zum zweiten, aber es ist viel zu spät. Es ist viel zu spät. Trotzdem, Chance lebt noch. Und zweites Tor, Kopfi! Ja, das ist eben das. Setzt du den Gegner ein bisschen zu sehr unter Druck, passiert dir genau das. Und am Abschluss fragst du dich, was um Himmels Willen ist hier schiefgegangen? Aber hier sieht man das. Die Verteidiger sind sich da wieder uneinig. Das ist eben das Problem, das wir bisher in dieser gesamten Saison immer ausgenutzt haben. Die beiden Innenverteidiger, die sind sich völlig uneinig. Und hast du da nur eine Dreierkette, hast du das Problem, dass sie da irgendwie sich nicht wirklich wegbewegen. Dementsprechend leichte Führung. 2:0, also DFB-Pokal. Anscheinend müssen wir den doch ein bisschen ernster nehmen. Wäre natürlich ein Traum, wenn wir jetzt hier tatsächlich in die nächste Runde gehen. Dann gucken wir mal, gegen wen es geht. Ja, also gegen Erstligisten wäre natürlich Wahnsinn. Und man wird ja mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Nächste Chance. Ja, das Abseits habe ich gesehen. Ist in Ordnung. Wechsel bei Braunschweig. Müssen wir dementsprechend reagieren? Ah, Menke ist ja, wie gesagt, eigentlich nicht der Spieler, der da in der als linker Verteidiger agiert. So, jetzt nimmt Braunschweig das anscheinend ernst mit jetzt Utscha. Utscha für Henning. Also, vielleicht, ja, vielleicht hat Braunschweig gemerkt, oh, 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 das kann hier bös enden, wenn wir das Ding jetzt hier nicht langsam mal drehen. So, da ist Utscha. Und die Möglichkeit und Lehmann. Na, siehst du. So, nächster Wechsel. Machen wir jetzt auch den Wechsel, den ich eben schon gesagt habe mit Menke. Der, wie gesagt, da eigentlich nur reinkam, eben weil er sich beschwert hat, weil er spielen wollte. Max geht. Aber Endo kam, kommt. Ecke Braunschweig. Wie gesagt, Wechsel bei uns. Ja, alles so, wie es sein soll. Braunschweiger, boah, jetzt spielen sie das doch viel sauberer. Jetzt machen sie es doch, da hast es. Ja, Utscha, es ist, wie es ist. Dann hast du mal einen guten Spieler dabei und dann macht er auch das Tor. Ne, die Braunschweiger haben dieses Spiel einfach am Anfang nicht ernst genommen. Man sieht hier einfach, ja, auch da wie bei uns. Ne, aber man merkt hier, der Torwart, ja, er ist halt bei uns nur die Nummer 2. Er ist bei uns nur die Nummer 2 und man sieht, warum. Also, Braunschweig ist wieder dran. Aber wir müssen gucken, ob das sich jetzt dementsprechend dann auch noch spannend wird oder eben nicht. Problem ist, dass uns langsam die Energie ausgeht und den Braunschweigern eben nicht. Weil die Eintracht hat eben diesen Flow der zweiten Liga, während wir den eben der dritten noch haben. Auch wenn die Braunschweiger in der vergangenen Saison aufgestiegen sind. So, und dann müssen wir jetzt überlegen, ob wir jetzt noch eventuell nochmal wechseln. Nochmal einen neuen Innenverteidiger bringen. Um das hier einfach abzusichern. Absichern und damit in die zweite Runde gehen. Auch mit einem knappen Ergebnis. Bislang ist es ja oft so, dass uns die zweite Halbzeit ja eher so nicht so passt. Liegt aber eben auch ein bisschen daran, dass eben die Spieler dann auch nicht mehr so fit sind.
Wir sehen den ersten Durchgang auspowern und das ist die Chance hier zum dritten. Nächster Wechsel. Wechsel auf beiden Seiten. Und es gibt den Eckball. Für uns. Na, Kopfball war nicht so sauber. Hätte er mehr Schwung gehabt, der Ball, wäre der wahrscheinlich böse in Richtung Tor gegangen, aber so kein Problem für den Bosnier am Tor. Aber hier die nächste Chance, jetzt vielleicht, nein. Kontermöglichkeit Braunschweig, aber das machen sie zu schwach. Oder nicht, Fragezeichen, doch. Der Ball geht dann, der trudelt dann gefühlt nur ins Aus. Wenn das einfach so ins Ausgetrudelt ist, ja gut, ist nicht so gut gelaufen. Ja. Ballbesitzstatistik, sind wir klar das bessere Team. Oh, sah stark gemacht von Uccia. Uccia und Lehmann. Mal gerade noch so. Mal gerade noch so. Den hast du auf dem falschen Fuß erwischt, den Keeper. Das merkt man auch hier. Den hat er voll auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, wir wissen, warum er die Nummer 2 ist bei uns. Und es gibt den nächsten Eckball. Und Ecke ist vertan. Oh, der war nicht gut. Abseits, abseits. 13 Minuten vor Schluss. Situation ist knapp korrekt. Aber wir sollten hier ein bisschen vorsichtiger mit der Situation umgehen. Wir führen hier gegen den Zweitligisten. Ja, Flanke kommt. Aber mehr als das war es nicht. Nächste Konterchance. Also die Braunschweiger, die versuchen es über Konter. Und der Ball war eine Katastrophe. Ja, versuchen sie hier böses Pressing zu machen, um hier Ballverluste zu provozieren. Oh. Und weg damit. Ja, Uccia hat den fast noch. 5 Minuten noch auf der Uhr. Es sieht nach Pokalsensation aus. Wobei, ja, so eine Sensation ist es nicht. Wie gesagt, das ist Aufsteiger der dritten Liga gegen Pokalsieger aus Saarland. Also so eine gigantische Überraschung ist es dann jetzt nun auch nicht. So, die Möglichkeit. Den Ball spielen wir rüber und das war's. Ende Gelände. Müller trifft. 3-1. Elversberg ist in Runde 2. Zwar mit einem harten Kampf, aber genau das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Die Eintracht war drauf und dran, das zweite Tor zu erzielen. Ja, hätte man hier auch, ich glaube in echt hätte man hier vielleicht auch auf Torwartbehinderung hier entschieden. Aber wir sind hier bei EA, das ist alles ein bisschen anders. Und Müller macht sein erstes Tor. So, und Braunschweig, kommen sie jetzt nochmal wieder zurück. Wie gesagt, das wird eher nichts mehr in dem Sieg. 3 Minuten sind rum und wir gewinnen. Wir sind in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Wir dürfen uns freuen auf einen weiteren Gegner. Vielleicht sogar auf Heimrecht. Braunschweig dagegen hat sich blamiert. Das darf man so sagen, ein Abschluss, das war nichts. Wenn sie Uccia von Anfang an gebracht hätten, vielleicht hätten sie hier das Spiel gewonnen. Weil er war definitiv, aber so definitiv, der Unterschied. Nachdem er eingewechselt worden ist, danach lief es bei Braunschweig ein bisschen offensiv besser. Aber ein bisschen besser heißt eben nicht ein Abschluss erfolgreich.
So, tendenziell, wie gesagt, ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, diese Interviews, die pushen ein Team extrem. Das ist unfassbar. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Und von Kommentar bereit daher, sind. ja, komm, DFB-Pokal machen wir mal mit. So, müheloser Sieg in den. Ja, Quatsch, müheloser Sieg. Was ist. Ja. Genau, von der ersten bis zur letzten Minute. Naja, dominiert haben wir nicht, aber. Ja, das ist okay. So, zwei Tore gerade geholt. Held des Tages. Spieler des Tages. Hat die wichtigen Tore geschossen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir Mustafa nicht dabei hatten, ne? Der ja eigentlich bei uns immer die Tore erzielt in der Liga. Also von daher. Von daher alles mit der Ruhe, alles mit der Konzentration. Und wir beobachten das und Ich schauen danke Ihnen. auf den nächsten Spieltag gegen Viktoria Köln. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie es im DFB-Pokal denn grundsätzlich läuft. So, im Chat werden sie wahrscheinlich jetzt beide sagen, so von wegen fantastisch, das Gute, dass ich gespielt habe. Ich bin froh, dass wir trotz meiner Fehler gewonnen haben. Mal. Es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich werde. Ja, wir können mal überlegen, ob er vielleicht. Wohl. Ja, Innenverteidigung brauchen wir ihn nicht. Es ist, wie es ist. So, das mag ihn der Macker natürlich überhaupt nicht, aber was soll's. Genau, weiter so. Immer schön positiv in der Hinsicht bleiben. Klar, jetzt können wir sagen, so von wegen, dies, das. Aber ich glaube, Verteidiger technisch, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, wie gesagt, haben eigentlich gut genug Spieler. Menke ist jetzt nicht zwingend unser Innenverteidiger. Wir haben auch links und rechts auch notfallsweise einen anderen Spieler. Okay. So. Klar, unsere Nummer 1 ist immer noch der gleiche. So, und dann machen wir auch mal wieder die klassischen Wechsel, würde ich mal sagen, ne? Also, dass wir hier diese Rotation durchkriegen. Mustafa, wie gesagt, hatte im letzten Spiel pausieren dürfen, eben aus dem Grund, damit er jetzt wieder fit ist. Pfeil, mal gucken. Aber haben wir, ja, ich spiele jetzt nicht unbedingt Flügelspieler. Wir können ja mal auf der Position spielen lassen. Vielleicht spielen wir so. Vielleicht spielen wir auch anders. Vielleicht überlege ich es mir nochmal. Ich würde mal sagen, damit geht's weiter. Und wir haben Preisgeld gekriegt und ich bin schon ein bisschen daran darauf interessiert, gegen wen es denn im DFB-Pokal als nächstes geht. Wir kriegen ja das Preisgeld für die erste Runde. Das ist wichtig. Nach hinten raus, nach vorne raus eher nicht so wichtig, aber nach hinten raus ist das wichtig. So, und mal gucken, gegen wen wir denn im DFB-Pokal in der nächsten Runde spielen. Aktuell sind wir Tabellenführer, das wissen wir. Oh, ein Erstligist. Oh, ein Erstligist gegen die TSG 1899 Hoffenheim geht es. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der einfachste Gegner, den man sich erwünscht, aber nun gut, wir gucken mal, ob das denn gut läuft oder eher nicht. Haben wir auch hier die Runden, genau. Da können wir auch die Runden nochmal gucken. Haben wir hier über irgendwelche ganz große Überraschungen gehabt? Naja, dass Darmstadt gegen Saarbrücken verliert, ist, finde ich, aus meiner Sicht eine Überraschung. Dass Meppen gewinnt gegen Bielefeld, ist auch aus meiner Sicht eine Überraschung. Sonst sieht das eigentlich realistisch aus. Also, so hätte man das auch in echt, glaube ich, sehen können. Je nachdem. Also, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, dass ihr dann in der nächsten Folge wieder dabei seid gegen Viktoria Köln. Also, bis dahin eine gute Zeit und ciao.